Wir machen Scrappys Mission. Mit etwas Glück werden wir du nicht total ver. Apples. Wow! Wow! Das hat gerade nicht so smooth ausgeschaut. Nicht total veräppelt. Mit etwas Glück werden wir auch nicht total verrecken hier. Ist doch nicht immer normal. Nichts bolzen. Ah, ja. Das steht mir die ganze Zeit ein bisschen im Weg. Total Schrott. Wenn ich nur das Talent hätte, einer dieser Schrottkarren wieder flott zu machen. Mein Bruder und ich hatten immer den Traum, damit einmal die Welt zu bereisen. Aber selbst wenn wir es schaffen würden, bei den beschissenen Straßen wird daraus nichts. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo es darum hingeht, aber ich glaube, unten lauern Monster und hier haben wir dann ein bisschen Loot. Wir retten. Und Bolzen. Explosivbolzen. Ich sehe schon Monster. Cool, kann ich mal Granaten ausprobieren. Sehe ich hoffentlich, wo ich hoffentlich nicht zu sehr versage. Wasserflasche, ganz wichtig in der Wüste. Gute Loot findet man in dem Spiel sowieso sehr selten. Warum? Okay, sie verarbeitet schon. Das wird er wohl ohne mich schaffen, oder? Ich hoffe, ich kill ihn nicht. Gemeinsam packen wir das. Ja. Oh, gute Arbeit, Ray. Gute Arbeit, Ryder. Der anscheinend meine Granatenlocke überlebt hat. Kann ich was Was daneben? für ein Gemüsegarten. Das sagt mal einer, nur die Berserker hätten einen grünen Daumen. Oh, ich darf da nichts nehmen wieder. Gutes Messer. Darf ich den Schakal looten? Das darf ich. Hallo, Diese Ryder. verfluchten Schakale, dauernd tauchen hier neue auf. Manchmal könnte man glauben, dass sie es riechen können, dass ich ihre Familien getötet habe. Du tötest Schakalfamilien? Natürlich töte ich sie. Ich bin schließlich Jäger. Aber ich jage nicht nur Schakale. Ich jage alles, was lebt und dessen Fleisch man verkaufen kann. Gehörst du zum Fort? Nicht direkt. Ich würde mich als Outlaw im ursprünglichen Sinne bezeichnen. Fressen oder gefressen werden, um mehr geht es hier draußen nicht. Ich lebe lieber hier draußen zwischen den Schakalen als da oben im Fort und lasse mich den ganzen Tag voll schwatzen. Die Outlaws im Fort behaupten, frei zu sein. Die Wildnis und die Jagd ist der wahre Kern der Freiheit. Lass dir das gesagt sein. Oh, er versteht's. Scrappy schickt mich. Ich habe deine Bezahlung. Ah, sehr gut. Vielen Dank. Auf den alten Scrappy ist einfach immer Verlass. Hier, das ist für dich. Du sollst schließlich auch nicht mit leeren Händen dastehen. Hier, tu mir den Gefallen und bring den Deal zwischen mir und Scrappy in trockene Tücher. Bring ihm diese Fleischstücke. Die stehen ihm noch zu. Lass uns Schakale jagen gehen. Nee, du, lass mal. Ich habe für diese Woche schon genug gejagt. Ich werde mich erstmal wieder ein bisschen entspannen, bevor ich aufbreche und versuche, meine Waren zu Geld zu machen. Kannst du mir etwas verkaufen? Ja klar. Je mehr ich die hier verkaufen kann, desto weniger muss ich nach Abessa oder ins Fort schleppen, um es zu verkaufen. Sag mir, was du brauchst. Vielleicht habe ich's ja. Aber ich kann dir nicht alles verkaufen. Ich habe noch eine Lieferung, die ans Scrappy gehen muss. Zeig mir deine Ware. Was brauchst du? Waffen, Rüstungen. Ja, die zwei. Okay, haben wir hier drinnen noch Loot? Essenz. Eisenerz. Ups. Dieses Ding. Das kann man essen.
Oh, Big Boy Schakal. Greift die Granate. Die Granate hat getroffen. Die Granate nicht. Wir werden den Schakal zum Jäger ziehen. Wow! Das will ich hoffen, deswegen ist er hier. Das Vieh zerquetsche ich. Komm schon, Mann. Nice. Gute Arbeit, Ryder. Er wollte doch mit mir Schakale jagen. Vielleicht geht meine Granatentaktik doch nicht so gut auf im Endeffekt. Oh. Mir kommt vor, alles aus dem Nahkampf ist ein bisschen. Ach, jei. Nutzlos. Ray, Abstand halten. 2 Meter. 2 Meter, Ray. Mindestens. Ist hier draußen noch was? Bevor ich greife, quatsche mal Ray an. Okay, zurück zu Scrappy. Bevor wir noch weiter looten versuchen mit meinen Startwaffen. Startwaffen und Granaten. Und da hat nicht viel Schaden gemacht, irgendwas. Die Sprints da. Ach, wir sehen uns bei Scrappy wieder. 2000 years later. Ich habe dein Fleisch von Ryder dabei. Ah, endlich. Her damit. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon darauf warte. Das sollte mich die nächsten Wochen erstmal überm Sand halten. Wird das Zeug nicht schlecht? Ich hab da so meine Methoden, das Fleisch frisch zu halten. Dann sag mir mal, was du als Belohnung haben möchtest. Ich hätte hier eine alte Waffe. Stims oder meine letzten paar Splitter, wenn du darauf bestehst. Wir riskieren die Waffe. Eine neue Waffe kann nicht schaden. Kein Problem. Hier, nimm. Was ist es? Was? Ist es was Nutzvolles? Kann ich es überhaupt in die Hand nehmen? Armbrust. Ich kenne die Stadt auch. Wir sehen uns gleich wieder. Nur über meine Leiche. Ich hatte wirklich gehofft, es müsste nicht sein. Aber du hast es nicht anders gewollt. Zieh deine Waffe. Dich zerquetsche ich! Ray? Hilf mit! Ray? Man geht doch. Meine Geduld ist am Ende. Ah.
Mr. Spike, ich hole mir dich. Wo ist das? Was willst du hier im Vor? Spike am anderen Tor macht Probleme. Versucht er, dir etwa Splitter abzuknöpfen? Ja. Er war ein Handlanger von Baxter und wird vom Duke nur geduldet. Niemand hier will sich mit ihm anlegen. Nicht einmal William unternimmt etwas gegen ihn. Bezahl ihn oder geh ihm aus dem Weg. Deine Entscheidung. Meine Aufgabe ist es, alle Leute aufzuhalten, die nach Ärger aussehen. Aber du siehst nicht schlimmer aus als die meisten anderen hier. Außerdem habe ich keine Lust auf Stress und würde am liebsten einfach nur in der Sonne braten. Von daher kannst du dich hier frei bewegen, wenn es nach mir geht. Was machst du hier, wenn du sowieso jeden durchlässt? Tja, das frage ich mich auch. Der Konverter steht auf der anderen Seite des Lagers. Hier kommt sowieso nie jemand durch. Meine Arbeit könnte auch ein Roboter erledigen. Also, wenn du zufällig auf deinem Weg einem Roboter begegnest, der gerne Tore bewacht, schick ihn zu mir. Was hat deine Aufgabe hier mit dem Konverter zu tun? Wenn die Alps angreifen, dann mit Sicherheit von dort, wo sie ihren Konverter stehen haben. Immerhin wollen sie doch einen schönen kurzen Weg, wenn sie unsere Männer verschleppen, um ihnen im Konverter das Elex auszusaugen. Deswegen ist das Tor drüben so gut gesichert. Durch das Tor hier kommt nie jemand. Fast schon sinnlos, es zu bewachen. Wie gesagt, eigentlich die Aufgabe eines Roboters. Bezahl mich und ich besorg dir einen Roboter. Ist das dein Ernst? Nein. Ich kann mich doch nicht von einem Roboter ersetzen lassen. Oder? Wieso nicht? Lass mich überlegen. Die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Die Kleriker machen sowas doch dauernd. Wieso wir nicht? Den ganzen Tag herumliegen und einen Roboter seine Arbeit machen lassen? Klingt eigentlich sehr gut. Irgendeine Idee, wie wir das anstellen wollen? Ich meine natürlich nur, wenn du mir helfen willst. Nein, hast du eine Idee? Ich denke, wenn wir das durchziehen wollen, brauchen wir die Hilfe von Elmer. Aber vorher brauchen wir das KI-Modul einer Drohne, das Elmer für uns umprogrammieren kann. Wenn du mir dabei helfen willst, bekommst du natürlich auch was von mir. Wie wär's mit 10% meines Lohns? Ich muss schließlich nicht mehr selber arbeiten danach. Ich werde ein KI-Modul für dich finden. Ich habe nicht weit von hier eine Drohne gesehen. Sie sah aus, als hätte sie jemand dort zurückgelassen. Hat vermutlich keine Befehle mehr oder ist kaputt. Auf jeden Fall hat sie sich nicht bewegt. Ich gebe dir die Koordinaten. Geh zu ihr und bring ihr KI-Modul her. Dann sehen wir weiter. Wie weit ist die Drohne entfernt? Schauen wir einfach. Oh, das ist echt nicht weit. Wir machen es. Wir landen wahrscheinlich direkt auf einem Schakal. Aber Geronimo! Da ist doch was unter mir. Okay, nur ein kleines Loch. Und hoffen wir mal, dass wir keinen fetten Gegner finden, der uns auffressen wird. Oh, ich muss wahrscheinlich darauf. Und hab schon Schaden genommen. Ja, ich muss wahrscheinlich hier rauf. Wie diese Gegner, die auf jeden Fall ziemlich stark waren, was ich in Erinnerung habe. Okay, schaffen wir den Jump? Probieren wir es. Nicht schleichen. Ja, schaffen wir. Oh, und er kann sogar raufklettern. Komm schon.
Sprint. Wo ist sie? Also sie war doch in der Schlucht. Oh. Ah, mein Idiot. Muss ich sie mir freikämpfen? Was blickt hier unten? Ist das die Drohne? Ich war kurz verwirrt. So, okay. Das KI-Modul dieser Drohne ist kaputt. Ich sollte es trotzdem mitnehmen. Oh. Weitere Pause. Verpiss dich. Okay. Danke. Echt? Gibt's noch was? Habe ich nicht gesagt, verpiss dich? Und du hast gesagt, okay? Ich glaube, so war das. Also was zum Teufel willst du von mir? Was machst du hier draußen? Du nervst mich, um das zu fragen. Ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Mann, 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 Junge. Du bist wirklich ein komischer Vogel. Also ich stehe hier draußen, weil ich frei habe. Eigentlich bin ich Blakes Knüppel. Was? Na, es ist ein Bodyguard, Junge. Allerdings braucht er mich nicht, solange er sich im Lager aufhält. Nur wenn er wieder auf Ripperjagd geht, nimmt er mich mit, um seinen Rücken zu decken. Und wenn er auf Geschäftsreisen geht, natürlich auch. Frage beantwortet? Nein. Ich hab's mir überlegt. Ich hau dir doch aufs Maul. Was? Ups. So gefällt mir das. Meine Waffe hat schon lange kein Mensch. Dann dich hole ich mir. Ich bin ein Idiot. Aber wir können ihn schaffen. Während ich gerade auf die Fresse bekomme. Ray, hilfst du vielleicht mit? Nein, er hilft nicht mit. Gute Arbeit, Ray. Gute Arbeit. Dafür wirst du bezahlt. Ah. Warum habe ich den Kampf angenommen? Ich sollte das Spiel ohne Kämpfen durchspielen. Ah. Okay. Verpiss. Okay. Danke. Gibt's noch was? Habe ich nicht gesagt. Ich glaube, also. Ist. Doch. Du. Nein. Alle. Nur. Und. Hast du was? Nur wenn du so fragst. Echt? Ah. Ach, besser, Ray. Ich hau dich bald aus meinem Team raus, dann bist du nutzlos. Oh. Ich habe das KI-Modul. Gut, dass ich die Drohne gesehen hatte. Sie war wirklich defekt, oder? Jetzt ist sie es. Wie meinst du das? Hast du sie geschrottet? Ich hatte keine andere Wahl, sie hat mich angegriffen. Wirklich? Als ich sie gesehen hatte, hat sie nur herumgelegen. Und das KI-Modul? Ist defekt, sie selbst. Ach, verdammt. Musstest du sie denn so übel zurichten? Naja, vielleicht kann Elmer ja noch etwas retten. Ich bringe das Modul zu Elmer. Alles klar. Hier hast du es wieder. Bring es zu Elmer. Ich hoffe, er will nichts dafür haben, dass er es repariert. Ich bin im Moment quasi pleite. Wenn er was haben will,
Könntest du es vorstrecken? Oh. Quasi Pleite ist nicht Pleite. Ach Scheiße, ich hab wirklich fast nichts mehr. Na gut, hier, nimm den Rest, den ich noch habe. Wenn er mehr als das will, musste es mir aber leihen. Denn mehr habe ich wirklich nicht. Oh boy. Oh, ich brauche Ausrüstung. Oh, oh. Gehen wir hier noch rein zum Abschluss. Bevor ich dann shoppen gehen muss, vielleicht. Ich saß gestern Nacht 3 Stunden auf der Schüssel. Wieso das denn? Hab zu viel von der Pampe in mich reingestopft, die Chloe ausgibt. Verdammt, ich habe auch davon gegessen. Tja, dann mach dich mal bereit, die Keramik zu sprengen. Oh, vertreten wir besser mal die Beine. Goddammit, Chloe. Starr hier bloß niemanden zu tief in die Augen. Sonst kann es schnell passieren, dass du als Staubfänger vor den Mauern... Siehst du nicht, dass ich mich unterhalte? Junge, irgendwas ist komisch an dir. Hast du zu viel von Doc Stims in dich reingepumpt oder so? Was interessiert es dich, wie ich aussehe? Ja, ich war nur neugierig. Ich meine, du bist jetzt kein abgerissener Penner wie die meisten hier. Es war einfach nur eine Frage, nichts Persönliches. Weißt du, normalerweise würde ich die Gelegenheit nutzen und dich zu einem kleinen Spielchen überreden. Aber ohne meinen Bruder wird das leider nichts. Was hat dein Bruder damit zu tun? Er bringt mir Glück. Darum brauche ich ihn. Wenn er dabei ist, verliere ich nie. Wie kommst du über die Runden? Ich gehöre den Läufern an. Das heißt, ich überbringe meistens Botschaften von einem Ort zum anderen. Ungefährlich ist das nicht gerade. Aber ich habe ein System entwickelt, das meine Überlebenschancen steigert. Ich spiele meist mit den anderen Läufern, wer von uns laufen muss. Und dabei schneide ich normalerweise gut bei ab. Tschüss. Pass das nächste Mal etwas besser auf, klar? Abmarsch, aber Pau, bloß ist auch Zeit. Okay, Jungs. Wenn hier noch jemand rausspaziert, ohne zu bezahlen, dann ziehe ich dir das von deinem Lohn ab. Oder ich schicke dich zu Mad Bob. Wenn dir der Sand der Scheißwüste in der Kehle kratzt und du was trinken willst, sprich mit meinem Barkeeper. Wenn du anschreiben lassen willst, vergiss es. Und wenn du frei vögeln willst, dann such dir einen Schakal. Hab ich was vergessen? Genervt? Ja. Die eine Hälfte der Leute hier im Fort sind Aasgeier. Und die andere Hälfte sind Halsabschneider. Dazwischen ich. Hier über die Runden zu kommen ist nicht leicht. Also, was willst du? Bist du hier der Boss? Früher war es Baxter. Jetzt ist es der Duke. Mir gehört nur das Vergnügungsviertel. Wenn du also Spaß in dieser trostlosen Wüste suchst, dann bist du hier genau richtig. Aber denk bloß nicht daran, hier die Zeche zu prellen. Mad Bob ist ein guter Freund von mir. Wenn du hier Scheiße baust, dann hetze ich ihn dir auf den Hals. Verstanden. Dankeschön. Endlich mal jemand, der mich versteht. Hier, auf Kosten des Hauses. Dafür, dass du so wenig dumme Fragen stellst. Das ist selten in diesem Sandloch. Bring mir etwas bei. Na gut. Falscher. Nur falscher. Ich hab's schon so oft gesagt. Wieso sind die Outlaws noch immer in der Wüste? Wir mögen es hier. Auch wenn ich von der Hitze und dem ganzen verschissenen Sand echt die Schnauze voll hab. Kein gesunder Mensch will hier leben. Das bedeutet aber auch, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Wir wollen die alte Welt gar nicht zurück, mit all ihren Regeln und Gesetzen. William schickt mich. Och nee, geh mir nicht auf den Sack. Du bist doch bestimmt hier, um den Tribut für den Duke einzutreiben, oder? Richtig erkannt. Dann kannst du gleich wieder abhauen. Ich habe keine Splitter, die ich als Tribut zahlen könnte. Wenn du betteln willst, dann schließe dich mit dem Penner Red zusammen. Hol dir die Kohle bei ihm. Er schuldet mir sowieso noch was. Ist das dein Ernst? Sehe ich so aus, als würde ich scherzen? Ich habe es William schon 1000 Mal gesagt. Ich kann nicht zahlen, ich bin pleite. Wenn du es von Red nicht eintreiben kannst, kann ich dir auch nicht helfen. Wir holen das bei Red. Mit dem habe ich sowieso Spezialpläne. Aber zuerst sind wir noch ein bisschen riskant hier. Ups.
Oh. Vielleicht kann er mitbekommen. Oh. Na dann. Ich meine. Ohne Schlüssel wird das nichts. Einen Hammer habe ich. Öllampe. Ach, ey, Ray, du stehst mir im Weg herum. Anleitung. Ob wir noch was finden hier? Handgranate. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, bei dir im Bett zu schlafen. Stehst du auf, Junge? Sanftes Klopapier. Das wird sie am meisten vermissen. Und wir schauen, was da unten abgeht. Oh. Brrr. Brrr. Ach, läuft zu schleichen. Geheimausgang. Wenn Ray mal mitbeiten würde. Letzter Brot. Auch klasse. Tote Leute. Die kann ich noch uploaden. Offenbar ist tote Leute. Nichts anschießen mich. Wow. Sehr schön. Immer schön in die Granaten reinfliegen. Das wird Schaden machen. Granate. Nice. Ah, versteckt sie euch da hinten jetzt? Ist er wirklich reingerückt in Combat? Nice. Aber warte mal, kriegen die gar keinen Schaden von den Granaten? Nee, er hat schon Schaden bekommen. Outlaw tot. Outlaw tot. Outlaw tot. Outlaw tot. Komm schon, Ray, hol sie dir. Ich verbrauche jetzt schon neue Granaten. Die haben auch nicht so gute Reichweite, die Granaten. Okay, einen haben wir dann. Der andere. Ray, runter mit dir. Zurück in den Kampf, Soldat. Was war das? Oh. Okay, probieren wir es. Ja, du voraus. Das ist eine gute Granate. Haben wir ihn erledigt? Ich habe mein erster erfolgreicher Kampf hier unten. Ich hoffe, da ist irgendwo auch gute Loot dabei. Ich sehe ja nicht, was sie mir geben. Hoffentlich ist tote Outlaws. Da wird wohl irgendwas Gutes auch dabei gewesen sein, oder? Wir schauen noch mal drüber. Und gehen dann irgendwo oben in ein Bett schlafen. Nochmal quick saven. Ich sterbe hier zu oft. Hier zu oft. Minen. Mehr Minen. Ich weiß, irgendwo sind auch noch menschliche Gegner unten. Aus Erinnerung. Das schaut nach einem Blutloch aus. War das. Das war das Camp. Für unsere menschliche Gegner. Komm schon. Warte. Mist. Wir schauen mal rein.
Oh, vielleicht lassen sie sich ja mit sich reden. Dich hol ich mir. Nein? Ray wird sich gleich dort anschließen bei denen. Ja, er hat die Waffe weggesteckt. Okay, jetzt. Es gibt hier nichts mehr zu holen. Danke fürs Zuschauen. Episode vorbei.